Leute, ich bin's euer Mr. Rockinator. Willkommen bei Rocky News und ja, heutiges Thema ist Wettbewerbe auf YouTube. Es gibt doch immer diese Wettbewerbe, wie zum Beispiel, ja, also ich verlose hier jetzt irgendwas und dafür müsst ihr das Video liken und abonnieren, ne, sowas. Und das ist aber seit Oktober, also schon länger her, 2012, ich würde es mal so voraussagen schon mal, verboten, da man nicht einmal nach Abo oder Like fragen darf. Und wer das trotzdem macht, kann sogar einen Strike kassieren, wenn es ganz hart auf hart kommt. Also Finger weg davon. Ich würde es garantiert euch unterlassen, unbedingt, weil das ist, wer will dafür schon einen Strike haben, wenn er was verlost und Geld vielleicht dafür sogar ausgibt, ne? Das ist ja total bäh. Okay. Ja, Leute, mein zweites Thema ist heute Nintendo. Und zwar will Nintendo Let's Play an den Chaos machen. Und zwar will Nintendo wahrscheinlich sogar Anteile haben an den Videos, die ihr macht. Es gibt sogar schon Leute, die von Nintendo einen Strike bekommen haben, falls diese Information falsch ist. Also eigentlich ist die nicht falsch, aber falls ich irgendwas falsches sage, nicht wundern. Aber so habe ich das aufgenommen und ja, Nintendo will eben den Chaos machen. Und zwar will die den Let's Playern verbieten, Nintendo-Spiele zu Let's Playen, außer man hat eine Lizenz, glaube ich. Und ja, man kann auch also einen Strike bekommen von denen, wenn man Nintendo-Charaktere nutzt in irgendeinem Spiel. Dafür kann man sogar auch einen Strike bekommen, falls man nicht die richtigen Lizenzen hat. Und ja, das war's mit Rocky News. Bis zum nächsten Mittwoch. Haut rein und ciao.